Ich bin sehr sicher, dass zum 1. Juli weder die Preise für Brot, Butter oder Zeitung sinken werden. Dafür aber wird es bei den ganz Großen einen Mitnahmeeffekt geben. Konzerne wie Amazon werden davon profitieren. Deshalb, es ist ein Porsche-Rabatt und nicht etwa das Ankurbeln der Nachfrage bei denjenigen, die in unserem Land über wenige Einkommen und Vermögen verfügen. Zweitens stört mich grandios, dass sowohl Olaf Scholz als auch Peter Altmaier vergessen haben zu erwähnen, dass es 10 Milliarden aus diesem Paket für Rüstungsvorhaben zusätzlich gibt. Das ist angesichts des Vergleichs zu den Aufwendungen für Familien, nämlich knapp 5 Milliarden, wirklich skandalös.